Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Gravity Rush 2. Beim letzten Mal haben wir mit der nächsten Hauptqueste fortgefahren und ja, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Bringen wir das Benzin zu der schnöseligen Frau da oben, die uns rumkommandiert, oder zu den Armen da unten, die arm sind? Ja gut, was würde Cat tun? Cat würde es den Armen bringen. Was würde ich tun? Ich würde so gut es geht in Character bleiben. Also, gut. Ja, wahrscheinlich verliere ich jetzt dadurch Cash Money oder sowas, aber was soll's. Ist halt so. Ist jetzt halt so. Machen wir halt so. Gut. Vor allem sollte einfacher sein, da runterzufallen mit dem Benzin als umgekehrt. So. Mal runterfallen. So. Ich bin ein bisschen außerhalb der Stadt. Sollte jetzt eigentlich gut gehen. Ja, ich bin halt ein unverbesserlicher Gutmensch. Ich weiß. Wurde mir auch schon mal in einem Kommentar vorgeworfen, tatsächlich, dass Leute das stört. Also mit Leute meine ich die eine Person. Warum auch immer. So. Hier ist Benzin. Sieht wie der Weg zum Versteck des zornigen Tausendfüßers aus. Oh. Hi, du. Okay. Was willst du? Ich habe gehört, dass es hier kaum Benzin gibt. Kaum ist das falsche Wort. Benzin ist so gut wie nicht zu bekommen. Ich würde den frierenden Kindern gerne mal eine warme Suppe kochen, aber das geht nicht. Der Benzinpreis ist fast schon lächerlich hoch. Keine Sorge, ich helfe Ihnen bei Ihrem Benzinproblem. Ja, eine Kiste Benzin wird es zwar nicht richten, aber naja. Wenigstens haben die Kinder einmal im Leben eine warme Suppe. Hallo? Das ist die Gravifrau. Ich habe etwas mit den zornigen Tausendfüßer zu besprechen. Hast du etwas zu essen? Ich bin so hungrig. Tut mir leid, ich habe kein Essen dabei. Der arme Kleine, die Kinder hier bekommen nie genug zu essen. Es ist nicht gut. Gibt's eigentlich noch was anderes auf der Map? Nö. So, hey Kumpel. Ich hab was für dich. Könnten Sie mir dabei helfen, das hier überall zu verteilen? Aber ist das Benzin? Wo hast du nur so viel bekommen? Nur die Einwohner von Lehavina haben genug Geld, um so viel zu kaufen. Ah, ich habe dort deiner Frau geholfen. Als eine Art Belohnung für meine Hilfe. Oh, danke. Du weißt nicht, was das für uns bedeutet. Ich werde es unter allen aufteilen. Es ist nur eine Kiste von Benzin, aber ich guess, das ist viel. Keine Ahnung. Könnte gut sein. Hm? Wo ist sie hin? Ich höre... Jemand, ist sie das? Soldaten? Haben die rausgefunden, dass ich hier bin? Mir ist langweilig. Was könnte ich nur Aufregendes anstellen? Nicht mal all die Benzinverschwenderei auf meinen wilden Partys kann mich begeistern. Oh, das hat sie mit all dem Benzin gemacht? Gnädige Frau, es gibt Pläne für einen neuen Vergnügungspark. Wirklich? Das sind tolle Neuigkeiten. Aber haben wir überhaupt genug Land hier oben? Oh, er soll in der Lagune errichtet werden. Da gibt es eine Insel, die wie geschaffen ist. Also werden wir den Park dort aufbauen. Und was passiert mit den Einwohnern, die dort leben? Hört sich großartig an und der Park soll so schnell wie möglich dort errichtet werden. Ich habe meine Truppen bereits angewiesen, sich darum zu kümmern. Wir räumen die Insel und werden direkt die Baumaßnahmen einleiten. Ist das hier ernst? Was? Moment, du bist doch das Mädchen aus. Hoppla. Soldaten, Alarm, wir haben den Chef da. Ich muss Lisa warnen. Ich gehe. Ciao. So. Ja, ich kriege ja eh nichts dafür, wenn ich bekämpfe, also... Ne? Gott, das Fallen durch diese dichten Wolkendecken macht mich immer noch extrem nervös. Mit Bangas Hilfe können wir die Hausbootflotte vielleicht retten. Ja, Lisa wird wahrscheinlich einfach so sagen... Kind... Mädchen. Unfassbar, wie herzlos diese Frau war. Ist halt so. Es sind halt reiche Leute, die haben meistens kein Herz mehr. Da hatten die eins.
Was denken sich die Menschen in Havina nur? Ach ja, Cat, die Unverbesserliche da. Ich bin froh, dass ich den armen Leuten das Benzin gegeben habe. Er hat es nur verschwendet. Das ist schlecht für die Umwelt. So. Oder Lisa wird wahrscheinlich nicht unbedingt... Oder? Ja, wahrscheinlich wird sie doch helfen. Sie ist nicht herzlos. Aber es ist halt ganz geheim helfen oder so. Lisa, hör zu! Irgendwas Schlimmes geht hier vor! Na? Was ist denn jetzt wieder? Der Garnisonstruppen rücken auf Lelkona vor, um die Einwohner von der Insel zu vertreiben. Und alles nur für einen dämlichen Vergnügungspark. Verstehe. Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Die Starken beuten immer die Schwachen aus, so ist das Leben. Wenn die uns auf ihre Seite stellen, sind wir als Nächste dran. Aber wo sollen sie denn hin? Wir haben nicht genug Ressourcen, um allen zu helfen. Vergiss es, dann werde ich eben selbst gehen. Warte! Das habe ich doch... Ich wusste, dass das passiert. Eile zur Hausbootflotte. Was ist mit dieser los? Jetzt muss ich allein die Flotte schützen. Ja, das sind schon Truppen. Garnisonstruppen. Ist das Feuer? Das brennt ja schon. Die Menschen hier sind echt herzlos, ne? Das ist eines der zynischsten Spiele bisher. Wie konnten sie das nur tun? Ich muss etwas tun, bevor hier alles niederbrennt. Irgendwie muss ich dieses... Ich muss dieses Feuer irgendwie löschen. Aber wie? Da ist das. Damit könnte ich das Feuer löschen. So. Okay, nähere dich einem Gewässer und drücke Kreis, um etwas davon in den Chassiswell zu ziehen. Wirf Wasser auf ein Feuer, um es zu löschen. Oh Gott, ich habe so das Gefühl, ich sollte mich... Oh. Beeilen. Okay, ich lande mal kurz. Okay, ich fliege ein bisschen näher ran. Okay, da ist ein Brand. Da ist der zweite Brand. Na, geht auch nicht der zweite. So. Ich soll wahrscheinlich aufpassen, damit mich die Truppen da nicht holen. Das wäre schlecht. Okay. Aber so eine ähnliche Mission gab es doch in Dings. In Gravity Rush 1. Da hat man da irgendwie geholfen, dass da irgendwas anderes nicht verbrennt. Ich glaube, das war ein Schiff oder so. Ja, ich weiß, meine Gravitationsanzeige ist gleich leer. Dessen bin ich mir voll und ganz bewusst. Noch mehr Feuer. Ich muss die Soldaten ausschalten. Oh nein. Okay, gut. Dann schalten wir die Soldaten aus. Alter, sind das viele. So. Gut. Okay, da ist noch einer. Nehmen wir den mal mit. Schmeißen. Ich finde es so gut, dass ich einfach rumschmeißen kann. Oh. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, die erste Priorität hätte es sein sollen, die Brände zu löschen. Ja, komm. Na, komm schon. Na, komm. Nein, nimm den Typen und schmeiß den auf das Ding drauf. Was das? Okay, landen. Da sind noch Truppen. Wenn ich die jetzt nicht kaputt boxe. Weg damit. Hört das nie auf. Oh, hier sind überall Brände. Ich kann nicht alles niederbrennen. Dass ich weiß, Cat, wir arbeiten dran. So. Ja, gut. Ich versuche so viele, wie es geht, von hier aus zu löschen. Das sind noch zwei, das heißt, ich kann jetzt einfach da hinfliegen und die jetzt relativ locker flockig löschen. So. Die geben einfach nicht auf. Was
die denn jetzt? Oh. Die sind in mir drin. Ist nicht so geil. Oh Gott. Okay, das sind zwei Mechs. Zwei Mechs finde ich jetzt nicht so geil. Ich würde auch nicht gerne was finden. Ah, genau sowas. Genau sowas hätte ich gerne. So. Die auf die Mechs zu werfen, wird es jetzt vielleicht nicht so bringen. Vor allem, da ich jetzt... Wow! Raketen! Raketen sind geil! Bringt es überhaupt was, auf die Mitte zu springen? Von den Teilen? Darum sollte ich lieber auf die Arme zählen. Ja, scheinbar bringt es doch irgendwie... Wow! Irgendwie was. Okay, okay, wenn die explodieren, nicht dran stehen, nicht drin stehen. Wie eine gute Kollegin von mir sagen würde, wenn ich drin stehe, ist es gefährlich. Wie lange wollen Sie so weitermachen? So lange wie nötig. Sollen wir weiter Verstärkung anfordern, Sir? Ja, ich glaube, wir sollten uns jetzt unsere Spezialwaffe holen. Sehen Sie endlich ein, dass Sie verloren haben. Ist das wirklich Raven? Sie hat aber keine roten Haare. Raven! Wenn du mehr Zeit... Was? Nein, ich verstehe. Befehl von oben, wir sind hier fertig. Ab zum Hauptquartier, Beeilung. Sie ziehen sich zurück. Wir sind gerettet. Nur eine leichte Gehirnerschütterung. So wie die vom zornigen Tausendfüßer sich aufgeführt haben, dachte ich, du wärst erledigt. Das hat man davon, wenn man den Helden spielt. Man kann dabei echt draufgehen. Raven, warum? Was? Hast du Raven gesagt? So traf ich also Raven wieder, nachdem wir beide vor langer Zeit in diesen seltsamen Gravitationssturm gezogen worden waren. Leider verlief unser Treffen nicht so, wie ich es erwartet hatte. Ich hätte Raven mit der Eisenmaske fast nicht erkannt und wusste nicht, warum sie mir etwas tun wollte. Das war bestimmt Raven. Ich muss sie nur finden und es beweisen. Oh, warum Raven? Ihr seid doch Freunde. Das ist traurig. Das tut mir im Herzen weh. Ich mag sowas nicht. Wenn Freunde sich bekämpfen, die wir Freunde sind. Vielleicht wird Raven aber erpresst. Hahaha. Und die müssen die einfach nur die Regierung kaputt machen, einen sozialen Putsch verursachen und dafür sorgen, dass Raven jetzt nicht mehr erpresst wird. So. Ja, das ist ein Design-Set. Ich hätte so gut Gehirnerschütterung, sie macht wieder Dinge. Das ist unsere Cat. Nicht überzeugt. Verstehe. So würden wir einen Teil der Kosten einsparen. Ja, genau so haben wir es bei uns zu Hause auch mal gemacht. Lisa? Sid? Was habt ihr vor? Mit Sids Hilfe können wir die Reparaturen am Windgenerator vielleicht vorantreiben. Ja. Geht es deinem Kopf schon eigentlich schon besser? Du musst ihn dir böse gestoßen haben. Du hast im Schlaf total wirres Zeug geredet. Über Raven mit einer Maske und irgendwas von Nachtwind. Raven trug eine Maske, hat mich angegriffen! Ich hole einen kalten Lappen, du hast aber noch Fieber. Sid, was die Reparaturen angeht. Warum glaubt ihr mir eigentlich nicht? Hallo. Man glaubt mir, was soll das denn? Oh. Okay, da geht die Hauptquest weiter. Wie heißt die denn? Nee. Das wollte ich nicht, dass du wählen. Wanderndes Herz. Oh, das fängt ja schon mal gut an. Da haben wir einen verlorenen Sohn. Da haben wir ein paar Gespräche. Keine Zeit für Spaß. Böse Vorahnung. Da oben. Oh, was ist das denn? Schatzia. Aha, das ist ein Online-Ereignis. Okay, gut. Dann haben wir das zeigt Träume vom Himmel. Ja, ja, doch, doch, doch. Das ist alles der Marktplatz. Ah, schön. Ich kann das auch so machen.
Wurst finde ich super. Zeitlimit Kampf. Ah, nö, ich würde eigentlich gerne zur Weltkarte gehen. Gucken, ob es noch irgendwo. In der Havina haben wir noch ein Gespräch. Herrschaftszeiten und dich zu finden. Ja, ich würde mal sagen, wir arbeiten das so ab, dass wir zuerst mal hier in Jogger Parallao Dinge tun. Ich würde tatsächlich zuerst mal die Gespräche führen, weil wir haben jetzt eh nicht mehr so viel Zeit. Und oh Mann, oh. Raven hat doch rote Haare. Was, wenn das eine Kopie von Raven ist? Eine billige Kopie. Nach alledem, wenn sie sich jetzt wirklich zerstreiten, das wäre so traurig. Holy shit. Ich finde halt die Beziehung zwischen Cat und Raven, wie sie sich in Gravity Rush halt entwickelt hat, richtig, richtig super. Und honestly, ich erwarte dort doch coole Dinge für dieses Spiel. Ich meine, oh Gott, das muss Cat jetzt richtig wehtun. So, oh mein Gott, da ist Raven! Halt, stopp, Moment mal. Was soll das? Ne? Ja, das ist eine coole Lady. Er ist ein Typsi. Was sagst du denn? Oh, was für ein Pech. Für Straßenkunst ist niemand mehr bereit, das zu zahlen. Alle haben Angst vor der Steuererhöhung und wachen mit Argusaugen über Ausgaben. All die Steuergelder fließen nach Leha Wiener. Oh, yeah. Sollte ich wiedergeboren werden, möchte ich dort zur Welt kommen. Die Reichen scheinen hier immer reicher zu werden und die Armen immer ärmer. Ja, das ist so Kapitalismus-Gedöns. Naja. Nein, das wollte ich nicht. Nur fallen lassen kann ich das ja nicht, ne? Okay, gut. Dann habt ihr jetzt zwei Bänke weniger. Tut mir leid. Das wollte ich ja nicht machen. Oh mein Gott. Er ist ein Ballon-Typ. Oh mein Gott. Hey, ich wollte jetzt eigentlich heute aufhören aufzunehmen, aber ich will wissen, was mit Raven los ist. Das macht mir Sorgen. So. Weil sie werden ein tränenhaftes Wiedersehen haben, irgendwann mal. Oh, sie sind ein alter Mann. Ich habe eine böse Vorahnung. Der Rat regiert sein Volk mit eiserner Hand. Ich muss wachsam sein, damit ich die Leute warnen kann, wenn sie eng wird. Der alte Mann macht sich Sorgen. Ja, hier machen sich alle Sorgen, Kat. Das hat der Ort so an sich. Ein gutes Gespräch haben wir jetzt noch. Dort. Die Sun-Villa. Warte, er hat seine eigene Villa? Ja, na hoppala. Nein, da haben wir keine Gespräche mehr. Aber wenn wir nach oben gehen, dann noch ein paar. Ich glaube, das machen wir noch und dann war es das auch für heute, Leute. Beim nächsten Mal werden wir direkt bei einer Nebenqueste starten und uns die auch vornehmen. Würde ich jetzt mal spontan meinen und sagen und tun, dann später. Und dann hoffen wir, dass wir damit relativ flott vorankommen und mit der Hauptquest weitermachen können. Oh, ich muss sagen, das Spiel ist packender, als ich erwartet habe. Ich fand das sowieso super, das Spiel. Aber es ist noch besser. Es wird aber auch immer besser, es ist super. So, Leha Wiener. Da müssen wir hin. Nein. Doch nicht. Hey. Habe ich mich jetzt verguckt? Das war doch ein Leha Wiener. Na klar war das dort. So. Nein, ich. Das wollte ich ja nicht nähen. Ich wollte nicht teleportieren. Dankeschön. Ah, jetzt ist es mir auch angezeigt. Gut. So. Bitte hier hin. Dankeschön. Das lädt ja auch relativ flott, würde ich mal sagen. Ah, es ist schon 1 Uhr. 1.15 Uhr. Ich sollte eigentlich nicht mehr aufnehmen. Ich merke, dass ich langsam müde werde und bei Gravity Rush kann ich mir das eigentlich nicht leisten, müde und unkonzentriert zu sein. Es ist nicht so geil. Es ist eigentlich eher ungeil. Genau das. So, Cat, fall doch bitte ein bisschen schneller, dankeschön. Ja, was mache ich denn jetzt? Na gut, dann spiele ich halt ein bisschen Zelda. Oder Fire Emblem Corrin ist ja gerade am Gewinnen. Hehe. Das finde ich super. Denn Corrin ist super. Herrschaftszeiten. Das hat doch der Diener. Ja, außer er hat in letzter Zeit furchtbare Laune und lässt sie an uns aus.
Er ist sauer, dass die Pläne für den Bau des Vergnügungsparks aufgeschoben wurden. Aufgeschoben? Das sind tolle Neuigkeiten. Also, vermutlich nicht, wenn dein Boss seine Wut an dir auslässt. Ja, das freut den armen Mann bei ihm wahrscheinlich nicht so. Gut. Ja, gucken wir mal noch schnell auf die Weltkarte, ob da unten noch irgendwas ist in Lei Ilgona. Es ist tatsächlich nur ein Gespräch. Versteckte Absichten. Was könnten wir eigentlich noch heute holen? Weil wenn schon, denn schon, ne? Haben wir heute nicht so viel gemacht. Das heißt, ich muss hier nochmal hin. Okay. Ich weiß nicht, warum ich immer aus Effekt direkt da Kreis drücke. Es ist nicht so gut. Es bringt dann nur Probleme mit sich. So. Es ist aber ein richtig schöner Ort, ne? Und hier leben könnte ohne die Konsequenzen, das hätte doch was. Ich finde es super, dass ich heute mitreiße. Es ist fantastisch. Ja, sie sind wenigstens an Land gelandet. Die restlichen Leute da. Tja. Pech für die, ne? So. Aber ich finde es angenehm, weil es relativ open-worldy ist, aber es ist nicht wirklich super open-worldy im Sinne von, du musst deine nächste Quest jetzt suchen gehen, sondern halt, hier hast du ein paar Punkte, die du abgehen kannst und ne? Hab Spaß. Sammel Juwelen. Freu dich deines Lebens. Das finde ich noch sehr, sehr, sehr angenehm. Weil komplett Open-World-Spiele, ich bin viel zu leicht ablenkbar für so einen Scheiß. Also was wie Horizon Zero Dawn und ja, Breath of the Wild auch noch. Grauenvoll. Ich komme da nirgendwo hin. Versteckte Absichten. Als ich dich zuletzt sah, sahen die Dinge übel aus. Schön, dass du in Sicherheit bist. Auch wenn die Garnison Verstärkung angefordert hat, musste sie sich am Ende zurückziehen. Ich weiß nicht, was sie vorhaben. Was kann nichts Gutes sein? Ja, was ist da noch passiert? Gute Frage, Cat. Die Frage werden wir aber wahrscheinlich nicht beim nächsten Mal beantworten können. So, ich danke euch vielmals fürs Zugucken und ja, ich muss sagen, beim nächsten Mal gibt's irgendeine Sidequeste. Also, bis dahin, haltet die Ohren steif.